Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3, Drake's Deception. Wir sind hier in Kapitel 14 auf Kreuzfahrt, aber das Traumschiff hatte ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen. Alright, Sully. I'm coming. Ja, ich komme auch, und zwar nämlich zum ersten Schatz, der liegt hier unter diesen Liegestühlen. Das ist Numero Uno in diesem Kapitel. Ja, das Schiffchen ist ein bisschen marode, habe ich so das Gefühl. Gotta get to the upper deck. Genau, aber vorher schnappen wir uns den zweiten Schatz in diesem Kapitel. Der liegt nämlich gleich hier hinten. Ja, das kann von mir aus blockt sein. Wir müssen eher einen anderen Weg nehmen. Wir nehmen nämlich die gemütliche Route über das Rettungsboot. Oh, sympathisch. Okidoki. Hallo, mein Freund. Ich begrüße Sie. Dankeschön. So, die Schrottpistole nehmen wir hier mal mit. Und kümmern uns um den hier. Gute Nacht. Nice. Na komm, geh rüber. Jo, das mit Schleichen hat sich erledigt. Geht bloß alle weg hier. Holla, 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 holla. Oh, 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 oh. Ja, hier geht's richtig rund. Also hier müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht von den Containern hier schlagen werdet. Wo ist denn der andere jetzt? Ja. Also das hier haben sie schon echt nice gemacht. Also man verliert ziemlich schnell das Gleichgewicht und wird von Gegnern überrascht. Boom, baby. Okay, so. Jetzt haben wir noch einen, oder? Ja, da kommt da. Der Dicke, auf den habe ich gewartet. Shoot. Komm schon, lauf genau rein. Habe ich dich jetzt gescheit erwischt? Ich weiß es nicht. Grab, 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 grab. Deswegen wollte ich die Schrotpistole. Diese Pack 80, die er dabei hat, die ist zwar sehr durchschlagskräftig, aber die ist auch verdammt schwer. Da kann man sich kaum mit bewegen, deswegen lasse ich die liegen. Ist mir das Ding hier lieber. Komm raus. Gotcha. So, noch jemand ohne Fahrschein? So, ich glaube... Ja, wir haben sie alle. Boah, leck mich an gewissen Körperteilen. So. Ich hätte gerne noch irgendwie eine Granate. Das wäre extremst geil. Wow, 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 wow. Hat hier keiner mehr eine Granate dabei gehabt? Damit. Nicht gut, gar nicht gut. Naja. Egal. Wir schnappen uns dann, glaube ich, gleich mal den nächsten Schatz, den es hier gibt, weil, glaube ich, hier hat jetzt wirklich keiner mehr eine Granate. Nee, schade.
Na gut, was soll's. Wir müssen dazu hier hoch und dann hier rüber und da hinten in die Nische, da glänzt es schon so wunderhübsch. Eine wunderhübsche Halskette oder was auch immer das sein soll. Und einmal hier durch. Nice one. Take the prisoner to the hole. The hole, huh? It's a little tip, Ramses. Ja, danke für den Hinweis, wo unser Kumpel hingebracht wird. Aber erstmal nehmen wir hier den Schatz noch mit und dann gibt's hier noch einen kleinen Insider für Spieler Marco. Des ersten Parts. Marco. Na, wer erinnert sich? Aber es ist leider keiner da, der Polo sagt. Deswegen, ja, können wir es auch lassen. Right into the lion's den. Damn it. Oh, yes. Ja, und das ist das Problem. Leise kann man das hier nicht angehen. Das ist somit der beschissenste Kampf im ganzen Spiel. Ich hasse diese Stelle. Ich hasse sie mehr als alles andere. Komm her, du Sack. Ah, shit. Ich hatte die Hoffnung, er lässt eine Hammer oder eine Granate fallen. Beides hat er nicht fallen lassen, die dumme Kuh. So, dann werden wir mal die einzige Granate, die wir haben, gleich mal verdödeln. Ah, crap. Komm, jetzt zeig dich doch mal. Mann. No, 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 no. Das hat wehgetan. So. Au, ah, shit. Oh, die tauchen hier aber auch aus dem Nichts auf. Ich hasse es. Oh, ein Dicker, ein Dicker, ein Dicker. Komm her. Gotcha, so. Jetzt muss ich mal kurz wechseln. Hier hinten liegen nämlich Schrotflinte und Granate. So, Freunde. Komm mal her. Oh, nee, du schon. Kannst mir doch mal hier. So, war's das jetzt? Glaube ja. So, jetzt erstmal gucken, ob ich hier alle Munition eingesammelt habe, die ich einsammeln kann. Und dann wende ich auch wieder einen kleinen Trick an, wie man das Ganze hier jetzt ein bisschen schadloser überstehen kann. Und zwar jetzt mal ganz kurz runterrennen. Oh, Granate. Granate. Und Munde. Und dann gleich wieder rauf. Wenn die hier kommen, rauf, 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 rauf. Los, weg hier. So, und hier oben bleiben. Am besten gar nicht darunter rennen. Das will das Spiel eigentlich von euch, aber wir überlisten es. Komm, fall um. Yes! Okay. Ah, ich glaub's ja fast nicht, aber das lief ganz gut. Okay, Freunde. Habt ihr noch eine Überraschung für mich bereit, oder? Natürlich. Nein, du sollst bitte hier in Deckung gehen. Ja, shit, die war ein bisschen zu weit weg. Ah, hat aber gereicht. Yes! Gut, gut, schön. Oh, nu. Let me think.
Kann ich, glaube ich, mal die harten Geschütze oder die schweren Geschütze sein lassen? Wow, wow, wow. Ich will die... Ich will das Präzisionsgewehr. Danke. Und dann immer schön hier unten bleiben. Weil hier oben auf der Brüstung sind jetzt noch einige Gegner. Kann man aber so ganz gut kriegen. Okay, Nummer uno. Geh mal eins rum, weil hier genau unter mir, wo ich vorher gestanden habe, müsste auch noch einer sein. Ah, Jungs, Mädels, wo seid ihr denn? Da oben müsste er irgendwann kommen. Da ist er. Gotcha. So. Jetzt steht da oben auf jeden Fall noch einer mit einem Granatwerfer. Wow, shit. Ja, genau dich meine ich. What? Flush him out? Kommen da jetzt noch mehr? Oder was? Oder wie? So, ist hier jetzt noch irgendwo? Da sehe ich doch noch ein Bein, das ich gerade mal durchtrennt habe. Wow, 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 wow! Alter! Kommst du denn her? Der ist neu. Ich kenne ihn noch nicht. Kommt da jetzt noch jemand oder kann ich mich mal um den Kollegen da oben kümmern? Ach, shit! Ja. Leckt mich an gewissen Körperteilen. Wo kommen die denn jetzt alle her? Und tschüss. Paco. Das hat bestimmt wehgetan. Okay, so, jetzt nochmal. Ist da jetzt noch irgendjemand? Ich kriege hier die Krise. So, du da oben. Komm raus, ich sehe dich. Yes! Nice one! So, und die Hämmer können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ja noch einer! Da ist ja noch einer. Scheiße, 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 scheiße. Komm, geh nach hinten, geh nach hinten. Ey, jetzt bloß die sterben. Da ist ja noch einer. Sag mal. Bist du da in der Ecke irgendwo, oder? Was ist denn der Typ? Da? Hallo. Ach, da bist du. Das wäre es jetzt noch gewesen. Okay, okay. Ich glaube, wir haben's. Ja, das ist jetzt so die Pussy-Variante. Normalerweise... Ja, zwingt einen das Spiel, da runter zu rennen. Und dann kommen die ganzen Gegner. Aber da unten, ja, das ist irgendwie nicht so prall. Da oben ist man ein bisschen besser gerüstet. Und jetzt könnt ihr euch ganz gemütlich hier mit der Hämmer hinstellen und warten, bis die drei von der Tankstelle hier durchgebrochen sind. Und hier ein kleines Willkommenskomitee eröffnen. So, das war's jetzt aber wirklich. Und ich glaube, da ist gerade eine Gasflasche in die Luft geflogen, hoffe ich zumindest. Weil gegnertechnisch dürfte jetzt hier nichts mehr sein. Die haben wir alle erledigt. Sobald die drei Gegner durch die Tür kommen, heißt das Ende Gelände, aus die Maus. Und wenn wir hier rausgehen, haben wir hier in der Ecke den nächsten Schatz. Gotta get down to the hold. Find Sully. Das ist ein Plan. Hallöchen. Gut, dass du so hell angestrahlt bist, mein Freund. Und einen nächsten Schatz gibt's auch. Einfach hier weitergehen und da liegt er hier in der Ecke rum. Das war aber noch lange nicht der letzte. Jetzt kommt's wieder so mehr oder weniger Schlag auf Schlag. So, hallo, Herr Kollege. Autsch. Denn der nächste Schatz, der liegt hier gleich schon. Hinter diesem Tresen, dieser Bar oder was auch immer das darstellen soll. Oh, oh, da kommt noch einer.
Nee, Schrotpistole. Brauche ich jetzt nicht. Hoffe ich zumindest. Bin ich hier richtig? Gott. It's gotta be down this way. Ich sehe kaum was. Und hier ist auch schon der nächste Schatz. Der ist nämlich hier unter der Treppe zwischen diesen beiden, ja, Blöcken, Paletten, was auch immer das sein soll. Hell yeah! Und dann kommen wir auch zum letzten Schatz in diesem Kapitel. Nachdem wir uns da vorne Sully angeguckt haben. Da sitzt er und der Schatz ist genau hier in der Ecke. Groovy, dann können wir uns mal runterbegeben. Ja, aber nicht so. Ja, wisst ihr, gebt mir 30.000 Gegner. Kein Tod. Spring einmal, tot. Das war so klar. Ach, Drake, du bist so ein Scherzkeks. Naja, jedenfalls beginnt jetzt, wenn wir uns gleich in Richtung Sully bewegen, ein nächstes Kapitel und eine Zwischensequenz und hast du nicht gesehen. Sully. Ja, Sully. Sully. Nee, die kann nehme ich nicht mit. Deswegen bleibe ich mal hier hinten stehen, nicht, dass jetzt aus Versehen die Zwischensequenz startet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sag tschüss, bis denn dann. Bye bye.